Und damit willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Wie ihr es am Titel schon gesehen habt, ist es Alone in the Dark. 2024 ist ein neuer Teil rausgekommen, nachdem die früheren Teile einen urischen Pucher hatten. Ich glaube, ich habe die 3 oder ich weiß gar nicht, ob es die 4 war. Also ich hatte auf jeden Fall früher mal eingespielt davon. Und dann gab es 3D-Teile, es gab einen Film und alles war so gefühlt extrem schlecht und komisch. Deswegen ist es umso schöner, dass jetzt so ein Spiel rauskommt und vielleicht den Charme eines Horrorspiels hat. Vielleicht etwas von Resident Evil und Silent Hill. Vielleicht ein bisschen mehr Erkundung, das fände ich super. Auf jeden Fall, ich spiele mit Gamepad. Ich habe mal ganz kurz reingespielt. Ich sag gleich, es wird Schusswechsel geben, was mir absolut nicht gefällt, weil die Steuerung ist gruselig mit Gamepad. Ich hasse das Schießen mit Gamepad, aber es passt einfach besser. Deswegen bin ich mir überlegen, ob wir Fleisch spielen lieber. Heute mehr mit der Geschichte machen können, aber ich würde sagen, wir probieren das mal auf Standard. Wenn ich merke, es klappt nicht mit den Kämpfen, weil die einfach mich so nerven, dann gehe ich auf Leicht und dann ist alles gut. Das Wichtige ist nur, dass die Rätsel schön hart und schwer bleiben. Deswegen machen wir natürlich ohne Hilfssysteme oldschool, wie es sein soll. Wollen wir ein neues Spiel starten? Natürlich. Und los geht's. Viel Spaß mit Alone in the Dark. Quack, quack. Ein Prolog damals gespielt, vor einigen Monaten, wo mein junges Mädel Crazy Coach. Crazy. Okay. Alone. Title Card. Wie bei Alan Wake, so ein Ding mit ins Gesicht. So, geknallt. Your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. Wahnsinn. Was sonst wohl ist. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Okay, und jetzt wird's interessant. Also wir haben schon gehört, eine Familie, verfällt des Wahnsinns, irgendein Kult, der sein kann,
Sie will ihrem Onkel helfen und wir sind ein Privatdetektiv. Aber nicht unbedingt wir, denn wir können beide Charaktere spielen. Edward Carnby von David Harbour, vielleicht Stranger Things mäßig bekannt. Oder aber wir spielen die gute Emily Hartwood von Jodie Corner. Das müsste eine britische Schauspielerin sein. Ich glaube, Free Guy hat sie mitgespielt. Wie das hieß, mit dieses lustige mit Ryan Reynolds. Soweit ich es verstanden habe, spielt man den einen Charakter das gesamte Spiel durch. Das ist also nicht nur eine kurze Entscheidung. Was andersrum aber bedeutet, wir können das Spiel zweimal durchspielen. Was interessant ist, ich noch nicht weiß, wie lang das Spiel ist, ob das mich so glücklich macht, aber na gut. Wenn es komplett andere Wege sind, nehme ich es. Ich würde erst mal ihn spielen. Sie geht zum Haupteingang. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Und keine Klingel. Wait here. I'll go around back. Ein Hintertürchen für den Privatdetektiv. Kapitel 1. Gibt es einen Namen noch dafür? Es ist ein bisschen blöd, dass immer der Mauszeiger reinkommt. Okay, wir sehen jetzt schon, dass wir eine Pistole haben. Wir haben nach oben irgendeine Art von Alkohol. Ich denke mal, das ist so wieder eine Art von Heilung. Edward Carnby, Private Investigator, PI. Die Behörde für Privatermittler des Staats Louisiana. Lizenznummer irgendwie, Name Edward Carnby, Adresse, Gemeinde Orleans. Deswegen auch New Orleans, ist alles so Sumpfgegend hier. Anhaltende Schulden. Carnby, warum habe ich von Gloria Allen erfahren müssen, dass du einen Auftrag im Irrenhaus bekommen hast? Du hast besser nicht geplant, sie vor mir auszubezahlen. Ich will dich nicht einkassieren müssen, also besorg mir mein Geld. Solltest du Kohle kriegen, findest du mich noch die ganze Nacht im McCabiner, Obed Morton. Achso. Carnby, why am I hearing from Gloria Allen that you got some job at the Looney Bin? You better not be thinking of paying her off before me. I don't want to take you for a ride, so get me my money. I'll be at the Maccabean all night, if you score some dough. Obed Morton. Okay, es ist vertont, das finde ich schon mal richtig, richtig cool. Louisiana State Board of Private Investigator Examine. Okay, und ich würde gerne die englische Sprachausgabe lassen, weil die mir deutlich besser gefällt als die deutsche. Ich hoffe, das ist nicht das Problem. Kurz zur Erklärung hier. Ich habe jetzt schon mal Probe gespielt und habe hier schon Sachen gefunden. Es gibt hier irgendwie Sammelgegenstände und da gibt es immer Dreier-Sets von. Und wenn ich es richtig verstanden habe, findet man diese Sets mit beiden Charakteren zusammen. Also dann kann man irgendwas freischalten. Was auch immer das genau ist, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, aber das ist aktuell das Kapitel 1, steht so nicht da. Okay, das Schöne ist, habt ihr gesehen, er hat das Notizbuch genommen und weggesteckt. So, ich finde es übrigens auch sehr hübsch gemacht. Die Charaktere könnten ein kleines bisschen detaillierter sein, aber ansonsten ist er schon eine hübsche Grafik auf jeden Fall. Also es ist auch hardwarehungrig, es hat vorhin schon ordentlich geruckelt. Was eher untypisch ist jetzt aktuell. Okay, wir sind also in der Garage angekommen. Es ist, wohnt zumindest jemand noch hier, weil sonst würde hier nicht Licht an sein an vielen Stellen. Brennen. So, und hier werden wir ein wichtiges Utensil finden. Früher waren hier Pferde, dann Fahrräder und dann Autos. Denn wir kriegen. Now what do we got here? Eine wunderschöne Taschenlampe. Und ein Schlüsselgegenstand. Küchengartenschlüssel. So. Und guckt an, wir haben eine Taschenlampe, die keinen Strom frisst. Oder Batterien oder irgendwas anderes, zum Glück. Und eigentlich kann man sie fast immer anlassen, glaube ich. Außer Gegner können das orten. Ich weiß es noch nicht. So, wir gucken uns. Ich glaube, das sollte auch jedem klar sein, der meine Let's Plays schon geschaut hat. Ich werde mich sehr oft umgucken, werde trotzdem einige Sachen übersehen. So ist das typisch bei mir. Aber wir gucken alles einmal durch. Und hoffen, dass die Kämpfe nicht überhand nehmen. Das würde ich
mich sehr freuen. So, jetzt haben wir ein paar Ratten. Da ich natürlich überall durchgucke, kann es sein, dass manche Jumpscares oder irgendwas mir entgehen, weil ich gerade in die falsche Richtung gucke oder schaue. Damit werdet ihr aber leben müssen. Ich meine, ihr habt ja zwei bei mir schon gesehen. Okay, wir gehen hin. Haben Kontextmenü, welches Item wir auswählen können. So, wichtige Frage. Verlieren wir dadurch den Schlüssel? Nein. Aber es ist freigeschaltet. Und wir haben hier eine Box mit Pistolenkugeln. Okay. Das macht mich schon immer ein bisschen irre, wenn wir ganz am Anfang... Steht da jemand? Wenn wir ganz am Anfang viel Munition kriegen. Das sagt ja eigentlich schon aus, dass da irgendwann was passieren darf. Muss. Wird. Nah, I'm not getting in there. Okay, da ist was zugeschlossen. Entweder bleibt es für ewig zugeschlossen oder finden wir noch Items, um solche Dinge, Gegenden aufzubrechen. Oder aufzuschließen, weil es ist ja beides möglich. Können wir eigentlich näher uns was ansehen? Ja. Wir können hier ranzoomen. Okay. Achso, es ist keine. Es ist schon eine Dame, die hier steht, aber. Hier eine mit einer Vogelschale. Oder irgendwas anderes. Was da drin geführt ist. Auch der Garten ist lange nicht mehr gut gepflegt. Mhm. Okay, es leuchtet. Es sind leuchtende Sachen. Das erinnert mich sehr an Resident Evil. Aber auch interessant. Nur das Tor hier und da drüber sind Wurzeln. Also nicht komplett verlassen, weil die Stühle stehen noch da, die hätten umgeworfen sein können. Es ist zugezogen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob es Holz ist. Wir können hier oben hingucken. Hübsch ist es trotzdem. So, finden wir noch irgendwas? Ein paar Blumen. Ruckel, ruckel. Blumentöpfe. Wir können übrigens auch rennen. Und wir können auch ausweichen. So. Ich weiß noch nicht, wie häufig wir das machen können. Der alte Herr, der stöhnt nämlich. Dieser Vogelkäfig würde mir in Resident Evil sagen, ich muss abschießen. Übrigens können wir... Okay, schade. Ich wollte es gerade zeigen, man kann überall speichern. Konnte ich zumindest, als ich es dann probeweise gespielt habe, die halbe Stunde. Wahrscheinlich müssen wir es mal freischalten. Genau, wir bekommen Alkohol. Ich nehme an, dass Alkohol hier wirklich so eine Art Heilung ist, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Ist ein bisschen Max Payne-mäßig Painkiller. Mit Alkohol. Dir geht's besser, aber wenn's ihm nützt. So ein Brunnen. Ich frage mich auch, ob die Charaktere prinzipiell unterschiedlich sind vom. Die eine kämpft fast nie oder hält nicht viel aus. That's one big treat if it's inside a conservatory. Auf jeden Fall. Da müssen sich auch einige drum kümmern, ich meine, das ist ja wirklich groß. Huh? What? Okay, was ist das Flüstern, was er gerade hört? Oder meint gehört zu haben, weil ich habe jetzt nichts gesehen. Doch. Das ist ein Flüstern im Baum. Oh, Riesenbaum, Sekte, das könnte was Nordisches sein. Wer weiß. Oder was Heidnisches zumindest. Haushälterin-Schlüssel. Nehmen wir. Ich meine, das Wasser läuft auch noch, also. Wie gesagt, ist einfach nur zugeschlossen alles. Und wenn hier wirklich noch Leute arbeiten, ist die Frage, warum tun die ihre ganzen Schlüssel hier durch die Gegend werfen? Okay, wir sind drin. Gibt bei uns im Tagebuch irgendwas? Decetto, the old plantation building, was ready to fall.
but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door, Detective Combi figured they would just head inside and grab Jeremy. He just needed to open the front door for Emily first, so she could talk to her uncle. Finde ich gerade interessant, dass uns was vorgelesen wird über uns und diese Vorlesestimme offensichtlich weder der Emily zugehörig ist noch uns. Ich sehe übrigens auch mal Schlüssel. Schreibt jemand über uns, sind wir gar nicht real, sondern es ist ja einfach nur eine Hammer-Sache. Nee, eine Sache, die wir gerade aktuell nicht in der Hand haben. Eine Wäschemangel. Also wirklich die Wäschekammer-Haushälterin, wie man es schon gehört hat. Alte Wäsche. Don't mind if I do. Ja, ja. Ist schon in Ordnung. Der Stoff bewegt sich. Physics. Bügeleisen. Rats. Besen. So, was haben wir denn? Wir haben hier einen Familienbügel. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I'm going down a path that you find disagreeable. With help from Batiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gri-gri. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around. That the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of a thousand young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? You must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Das ist ja interessant. Wir kriegen noch extra Schnipsel abseits von dem, was wir hier vorlesen können. Wir müssen also auf jeden Fall das abspielen. Und das ist auch verteilte Rollen, die Schauspieler oder die Synchronsprecher. Sehr gut. Da hat eine vom Christentum ihr anderes gefunden. Zwei, ein Händler und irgendeine andere. Und sie sollte gewisse Dinge holen. Witzig, witzig, witzig. Ich muss sagen, die ist immer so gut zusammengestellt, so nichts ist sinnlos. Also ich hasse es, wenn es ein Herrenhaus ist und jeder fünfte Raum hat die ähnlichen Sachen. Also dieses Gone Home, die Spiel, das hasse ich ja wie die Pest. Das soll so ein gutes Walking Simulator-Spiel sein und das ist so schlimm gewesen, als ich es gespielt habe. Aber hier, das ergibt Sinn, dass Gegenstände an einem Ort sind. Ich finde sie nicht so häufig wieder. Ich hoffe, es bleibt auch so. Okay, die Bedienstetenküche nehme ich an. Oder Küche. Die
Tür steht offen. Und die andere geht automatisch zu. Geschirr. Da sind Teller zerbrochen. Kartoffeln liegen unten. Da hat einer das nicht so zum umgegangen. Wir finden Pistolenkugeln im Gefrierschrank. Und ein Schwein. Schwein. Ich weiß nicht, wie kalt es hier ist, aber das. Ah, ich wäre vorsichtig. Dass hier so gut ist. Okay, dann kann ich schon sagen, hier hatte man Rattengift gefunden. In diesen Sonderitems. Also, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 entdeckt. Ab dann wird es neu. Ich glaube, wenn man sie einmal hat, dann sind sie schon gelockt. Man kann sie über mehrere Spielstände sozusagen alles sammeln. Was eben diese Wiederspielbarkeit so ein bisschen erhöhen soll. Man muss nicht alles im einen Durchlauf haben. So. Okay, er guckt gar nicht richtig hin. Da ist doch irgendwo. Christliche Werte. Auch der Abwasch ist eine ganze Weile nicht erledigt worden. Da ist noch was im Topf. Chili von vorgestern. Oder alle möglichen Tiere, die man nicht mehr wusste, wohin. Kann man da was lesen? Nee. Außer auch hier Kartoffeln genommen wurden. Fehlt noch irgendwas? Nope. Wirklich kritisch. Okay, da geht's runter noch in den Keller. Wo geht's hier hin? Ein Heizungskellerraum scheinbar. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Mr. Waits. Sehr schöne Schrift auch. Kartenspiel haben wir auf jeden Fall Diensten gesessen. Mit Alkohol und Kartenspiel gefrönt. Hier sollte man nicht lang gehen, weil es spät ist. Kann ich mir das wenigstens ansehen? Ohne mich zu fangen. Kaputtes Ventil. Okay. Und hier fehlt mir irgendein Item. Wenn ich einen Schiebepuzzle draus mache, die ich ja so unendlich liebe. Nun gut. Hilft nichts. Okay, da geht's höher. Ins Haus rein. Das heißt, wir haben dann endlich das gefunden und werden höchstwahrscheinlich dann die gute Miss Hartman treffen. Aber erstmal schauen wir uns hier noch weiter um im Keller. Gewölbekeller, Vorratskeller, wie auch immer. Auch mit Ratten verseucht, also die haben nicht umsonst dort Rattengift stehen. Zwiebeln, Salat, Kartoffeln ohne Ende. I need the key. Zum Weinkeller ist aber verschlossen, wahrscheinlich nicht jedem zugetraut. Mit euren Weinflaschen aus Angst. Werden sie extra verschlossen gehalten. So, ist hier was? Okay, es gibt also auch Sachen, die man öffnen kann, wo nichts drin ist. Das lernen wir da draus. Ich glaube, hier gab es auch irgendwas, was man finden konnte. Ich glaube, irgendein Ticket oder so war das gewesen. Finde ich jetzt nicht mehr, also ist schon einmal freigeschaltet. Heißt es andersrum. Ich finde es schön atmosphärisch gerade noch. Ich habe eher Angst davor, wenn das dann sich ändert zu überall springen Viecher rum. Sie könnten komplett das Spiel in der Art haben. Alles so ruhige Investigationen, nicht wie Song of Horror, wo es dann komische
Absurditäten gibt, sondern einfach so. Okay, was haben wir denn Schönes? Hier liegt ein... Ich glaube, ich kann das Licht ausmachen. Opus Magazine of Literature and Fine Arts. Die feine... Was ist das für ein Symbol gewesen? Habt ihr es gesehen? Barrikadiert. Okay, da werden wir also irgendwann wahrscheinlich was lernen, wie man sowas aufstößt, kaputt macht, wie auch immer. Ein Bad. Auch hier sind Ratten. Interessantes Buntglasfenster. Ach, guck mal, wie schön das ist, hier das beleuchtet ist. Man hört irgendwas durch die Rohre auf jeden Fall. Auch hier gibt's nichts. Was gibt's hier noch? Marvel Sands. Aber mit Spülung, also schon ein edles Herrenhaus. Beidseitig aufschwingbare Türen, das liebe ich ja. Okay, dann hier ein Nebenraum. Ein Kreuz. Mal ein Fenster, wo Licht reinkommt. Und eine Bedienstetenuniform. Und die Spiegel, die uns zwar nicht hübsch, aber immer wiedergeben. Schon wieder besser als Cyberpunk. Lottis Tagebuch. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Diese Fäulnis im Haus, eklige Flecken und Schlieren. Auch interessant. Also ist hier irgendein Fäulnis da. Wir haben den Sonntag, den 22. Juni. Und irgendeine Box, wo you and crazy ist. Ja, also etwas... Okay, das ist sehr platt draußen. Das versteckt hat. Sie hat eine Schlüssel irgendwie was zu tun scheinbar. Die Box geht gerade nicht auf. So ist der Satz richtig. Okay, wieder Alkohol. Was hat sie Schönes gelesen? Ne, das ist ein Set mit... Was sind das? Ne, Zeug, Zwirn und alles mögliche. Okay. Oh, Steckdosen. Eine Marienfigur. Die Medikamentenkiste, von der wir schon gerade gelesen haben. Bücher. Magazin. Auch wieder was Aufgegessenes. So, Bodenplan von Der Keto. Der Keto, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Genau, und hier sehen wir was Schönes, denn wir haben wie in Resident Evil eine Übersicht mit Räumen, wo wir schon waren. Hinweisen. Rot und Blau, also Blau alles gefunden wahrscheinlich. Rot, da ist noch was. Küchengarten, genau, das wissen wir ja, wo da was noch ist. Okay. Und Verandaschlüssel. Okay. Okay, bevor ich unten weitergehe, will ich mal ganz kurz noch hochgucken. Ist da noch was Interessantes? It's wedged shut. Festgeklemmte Tür. Looks important. Private, no entry. Wir hören von Jeremiah die ganze Zeit, oder Jeremias, Jeremy. Da ist irgendwas passiert. Bibliothek? I need the key. Okay, das ist nicht richtig. Falsche Richtung, oder? Man stößt doch nach rechts auf. Und siehe da, wir sind über dem Garten. Ich denke, es ist bei der Figur, dass sich gleich bewegt. Und was ist denn das? Ist das Blut? Ist das...
irgendjemand oder irgendwas drunter gestürzt und hat entweder Farbe mitgenommen oder einiges an Blut. Ja, der Besen ist ja wunderschön. Das müsste wirklich gepflegt werden mal. Oho. Und dort vorne ist der große Salon. Und da sehen wir auch den Bären, den wir schon in der Demo damals beim Prolog gesehen haben. Das heißt, da wird bestimmt irgendwas Schönes passieren. Aber was da passiert, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin, euer Landitor. Tschüss. Thank you.